Heute zeigen wir euch, wie ihr das trilaterale Programm findet, das zu eurem Projekt passt. Geht auf dfjw.org/trilateral. Um eine trilaterale Begegnung zu organisieren, informiere ich mich zunächst auf der Internetseite des DFJW über die unterschiedlichen Förderanträge und trilateralen Programme. Ihr könnt auf dem klassischen Weg eine Förderung für trilaterale Begegnungen beim DFJW beantragen oder über die sogenannten Sonderfonds. Wer reicht den Antrag ein? Der Antrag muss von dem Partner gestellt werden, in dessen Land die Begegnung stattfindet. Wenn dieser Partner keinen Zuschuss für Kosten benötigt, da diese nicht vor Ort entstehen, kann der andere deutsche oder französische Partner den Antrag stellen. Wenn die Begegnung außerhalb von Deutschland und Frankreich stattfindet, wird der Antrag vom deutschen oder französischen Projektträger gestellt. Prinzipiell wird die Begegnung aber von allen drei Partnern gemeinsam vorbereitet und durchgeführt. Wenn ich einen klassischen Antrag für ein trilaterales Projekt beim DFJW stellen möchte, finde ich oben auf der Seite direkt den Link zum Förderantrag. Ich klicke darauf und komme dann zum klassischen Antragsformular vom DFJW. Dieses klassische Antragsformular muss spätestens 3 Monate vor dem Projektbeginn beim DFJW eingereicht werden. Nun schauen wir uns an, welche weiteren Länder sind förderfähig. Wenn ich eine trilaterale Begegnung plane, stellt sich erstmal die Frage, mit welchem weiteren Partnerland ich ein Projekt durchführen möchte. Über diese anderen Länder kann ich mich auch auf der Internetseite des DFJW informieren. Dazu gehe ich wieder zurück auf die Seite der trilateralen Begegnungen. Hier findet ihr also eine Auflistung der Länder und Regionen, mit denen trilaterale Begegnungen durchgeführt werden können. Dazu zählen also Mittel- und Osteuropa, Südosteuropa, Länder der östlichen Partnerschaft der EU, der südliche und östliche Mittelmeerraum und weitere EU-Mitgliedstaaten. Die Karte auf der rechten Seite gibt außerdem einen Überblick über diese weiteren Länder. Und jetzt, wie beantrage ich einen Förderantrag? Ich kehre nun zur Hauptseite zurück, mit der wir vorhin begonnen haben. Es gibt, wie gesagt, eine klassische Förderung, das klassische Antragsformular, das 3 Monate vor dem Projektbeginn eingereicht werden muss. Und es gibt eine zweite Möglichkeit, Mittel zu beantragen, die sogenannten Sonderfonds, die für Ihr Projekt passender sein könnten. Es existieren 3 Sonderfonds. MOE-Sonderfonds für Begegnungen mit den Ländern aus Mittel- und Osteuropa, SOE-Sonderfonds für Projekte mit Südosteuropa und Maghreb-Sonderfonds für Projekte mit dem Maghreb. Wichtig ist, sich erstmal die Ausschreibungstexte anzuschauen, die über diesen Link auch zur Verfügung stehen. Nehmen wir zum Beispiel den MOE-Sonderfonds 2024. In diesem Ausschreibungstext finde ich dann nochmal genaue Informationen über die jeweiligen Länder, die im Rahmen der Ausschreibung gefördert werden können. Ich kann mich zum Beispiel für den MOE-Sonderfonds bewerben, wenn ich eine Begegnung mit Frankreich, Deutschland und Bulgarien plane. Die Sonderfonds sprechen mein Projekt an, wenn dieses eine besondere, innovative, thematische und historisch-politische Dimension aufweist. Wie wir es hier in der Ausschreibung für Projekte mit Ländern Mittel- und Osteuropas von 2024 sehen können, werden prinzipiell mit den Sonderfonds Begegnungen gefördert zu den Themen Geschichte und Zukunft Europa, Umweltschutz und Klimawandel, aber auch politische Bildung und Teilhabe junger Menschen, Geschichts- und Erinnerungsarbeit, Demokratie und Menschenrechte sowie Kultur und berufliche Bildung. Hier unten finden wir dann weitere Kriterien. Kommen wir nun zum Zuschuss und den Fristen. Die Ausschreibung wird immer zwischen dem 1. September und dem 1. November auf der Internetseite veröffentlicht, für Projekte, die im folgenden Jahr geplant sind. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Projekt für das Jahr 2025 plant, könnt ihr zwischen dem 1. September und dem 1. November 2024 einen Antrag für dieses Projekt einreichen. Antragsverfahren. Für die Antragstellung schaue ich mir die Projektausschreibung an, informiere mich gemeinsam mit den Projektpartnern über das Antragsverfahren, über die Auswahlkriterien und die finanzielle Förderung. Im Rahmen der Sonderfonds werden insbesondere Projekte gefördert, die neue Formen der pädagogischen Gestaltung aufnehmen. Außerdem schaue ich mir die Richtlinien des DFJW an, welche den grundlegenden Rahmen für eine Förderung vom DFJW darstellen. Nachdem wir uns also informiert haben, können wir das Projekt gemeinsam mit den Partnern planen und das Online-Bewerbungsformular anschauen. Man klickt auf den Link der Projektausschreibung und gelangt zum Formular. Dieses Formular muss im Rahmen der Antragstellung ausgefüllt werden. Verschiedene Informationen zum Projektträger und den Partnern müssen ausgefüllt werden.
Außerdem müssen das Thema und die Ziele des Projekts beschrieben und Informationen zu den Teilnehmenden etc. angegeben werden. Weiterhin muss auch das vorläufige Budget und somit die beantragte Förderung detailliert angegeben werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die Ausgaben- und Einnahmenseite ausgeglichen sind. Und dann können Sie das Formular vor Ablauf der Frist per E-Mail gemeinsam mit dem vorläufigen Programm der Begegnung abschicken. Wenn Sie Fragen zum Verfahren zu den trilateralen Programmen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Startseite der trilateralen Begegnungen auf der Webseite. Sie haben eine Telefonnummer und Sie haben die Möglichkeit, eine E-Mail zu senden. Mehr Infos auf dfjw.org/trilateral.